Ich gehe heute zum besten Pizzabäcker Europas. War das geplant? Nein. Kommt mir das sehr willkommen? Ja. Wenn ihr seht, ich bin nicht dem Wetter entsprechend gekleidet. Woran liegt das? Mein Koffer ist noch am Flughafen München. Ich war von gestern bis heute insgesamt 27 Stunden am Stück am Flughafen in München und konnte immer noch nicht wegfliegen. Meine ganzen Warmklamotten sind jetzt dort. Jetzt habe ich mich in Garching in so eine schöne Unterkunft rein vermacht und habe geguckt, was ist das nächste Restaurant von hier? Wo kann ich am schnellsten Essen bekommen? Und dann ist das einfach der beste Pizzabäcker Europas, den ich bei Randy im Video gesehen habe. Ich bin als Videograf unterwegs, tatsächlich geschäftlich. Deswegen habe ich auch meine Kamera und alles dabei. Also nehme ich euch jetzt einfach endlich mal auf meine erste warme Mahlzeit seit, ja, 48 Stunden mit. Ja, ich stecke jetzt eben hier fest, weil nicht nur ich mit so viel Schnee nicht gerechnet habe, sondern auch der Münchner Flughafen nicht. Hoffentlich kann ich morgen fliegen. Kleine Vorwarnung, ich war mit der Gastfreundschaft und der Gesamtsituation einfach maßlos überfordert. Und ja, es folgt das unstrukturierteste Video, was ich je in meinem Leben gedreht habe, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall sehr viel davon hatte. Hier ist meine Pokal auf. Ja. Wenn du da Zeit hast, dann mach mal eine Pizza. Machen wir gerne, ja. Sehr, sehr gerne. Ich habe seit gestern früh nichts Warmes mehr gegessen. Ich habe jetzt gerade, also nur von Flughafen essen, wirklich, ich... Am Flughafen essen. Oh, ja, das ist wirklich... Oh, danke schön. Ich habe diese Woche erst richtig nicht erfolgreich zu Hause selber Pizza gemacht. Das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Richtig was lernen, dem Meister zuschauen. Ja. Schön. Oh, toll. Was ist das eigentlich für ein Stil von Pizza? Ist das so ein eigener? Napoletanisch. Napoletanisch, oder? Ja. Die Bilder gesehen, habe ich den Rand gesehen. Ich so, irgendwie, es kommt mir so bekannt vor. Ich habe das schon mal gesehen. Ah. Ah, das ist also, was ein Glück im Unglück jetzt. Genau. Ja, oh, toll. Was bist du? Wie können wir machen? Welche war der, mit der du gewonnen hast? Was ist das mit der Salami oder die ist die bekannteste? Also Schafsalami. Ja, ja. Ich liebe diese. Ja, ja, ich auch. Gibt nichts Besseres. Prendo peperoncino fresco, salvo. Toll. Ah, schön. No, picante. Quello colore. Wird mir heute auf jeden Fall nicht mehr kalt. Das ist gut. Das ist gut. Das sieht schön aus. Morgen kriegst du oder? Morgen fliege ich vielleicht. Vielleicht. 8.40 Uhr vielleicht. Heute hieß es 10 Uhr fliege ich und dann hieß es bis 12 Uhr kommen keine Flüge und dann um 11 hieß es, heute fliegt gar nichts. Guckt, wie ihr irgendwo hinkommt. So. Also. Aber kriegst du Hotel oder was? Ich muss das nachher einreichen, dann kriege ich das Hotel hoffentlich gezahlt, aber das kann 8 Wochen dauern oder so. Das, eigentlich wäre ich jetzt auf den Malediven. Da wäre jetzt nicht so kalt wie hier und hier. So eine Kanal hier. Ja, auf YouTube, ja. Ja. Noch nicht ganz so groß, aber ich bin dabei. Ja. Ich war nie auch so groß, aber langsam kommt. Ey, ich sehe, was ihr auf Instagram macht. Sieht richtig gut aus. Richtig tolle Sachen. Bei uns ist alles frisch und alles ausgemacht. Auch Nudeln, alle. Ja, ja, aber wie schnell das geht. Kann man aufmachen, wenn du willst. Tatsächlich zwei Sachen probieren, weil ich brauche noch was für ein Frühstück. Ich habe gesehen, diese Focaccia mit dem Burrata, was ihr da letztens gemacht habt. Das sieht super aus, das würde ich auch sehr, sehr gerne probieren. Ich habe nicht mehr eine Karte, das ist jede 2 Wochen neue Karte bei uns, aber kann man auch machen. Kann man trotzdem machen. Oder was ist jetzt gerade aktuell? Aktuell, das mit den Sardellen? Ja, Pizza mit Rucola Pesto, Stracciatella, das ist auch eine schöne Pizza. Oder Nudeln, Chefkoch mag es selber, ausgemachte Nudeln.
Meine Freundin liebt Nudeln, ich mag eher Pizza. Wenn du sagst, es ist okay, dann würde ich die mit Burrata des Focaccia gerne noch probieren. Oh, wow. Och, toll. Boah, was soll man da sagen? Ja, großer Rand, Abalea. Ja. Wow. Toll. Das sieht so gut aus. Kannst du essen jetzt? Ja, aber jetzt verbrenne ich mir wahrscheinlich direkt erstmal den Mund, oder? Das wunderschöne Ding hier probieren wir gleich. Aber jetzt wird erst noch Focaccia gemacht. Mhm. Toll. Si, metto il Preparo piatto. Ist das jetzt auch ein extra Teig? Ja. Okay, ja, für die Focaccia, ja. Vielen Dank für das alles. Ich wohne mittlerweile in Ingolstadt, aber eigentlich komme ich aus dem Schwarzwald, also Baden-Württemberg. So, während die Focaccia im Ofen ist, glaube ich, kann ich mir schon mal einen ersten Bissen von der Pizza nehmen. Sie sollte jetzt abgekühlt sein. Schmeckt. Mhm. Die Salami ist doch mega. Also schön, perfekt, leicht knusprig. Man sieht aber trotzdem noch nicht irgendwie so ausgetrocknet oder so. Also das Timing passt auch perfekt. Aber sehr, sehr feucht ist auf dem Rand. Was willst du trinken? Bier? Wein? Oder italienisch Bier? Das ist gut. Ich hatte nämlich Lust auf Bier. Aber ich dachte mir, ich müsste Wein trinken. Aber wenn ihr jetzt auch italienisches Bier habt, dann nehme ich italienisches Bier. Perfekt. Burrata, komm aus Napoli, schöne Burrata, frisch, gekochte Tomate, Parma Schinken, original. Sieht denn echt noch besser aus, ey, wow. Italienisch Bier. Ja, auch schon lange nicht mehr getrunken, ach schön, ja. Wird Zeit mal wieder für Italien. Olivenöl von Sizilien direkt. Schön. Prego, und dann. Buon appetito! Oh, toll! Oh, schön! Oh, ich. So, mit dem Award sogar selber mit am Tisch darf ich jetzt probieren. Unter den Augen vom Meister. Das ist jetzt ja ganz schön hoher Druck. Buon appetito! Schön warm, So kann ein Abend enden. Schön. Also, jetzt habe ich noch gar nicht so viel zur Pizza gesagt. Wie gesagt, Salami, mega. Käse passt sich auch einfach super ein. Bei so guten Gerichten sticht heraus, dass nichts heraussticht, sondern einfach alles zusammenpasst. Und halt eben gerade so dieser Rand. Wenn man sich das hier mal anguckt, ey, das ist doch, das ist Perversion. Also, und schmeckt mindestens genauso gut, wie es aussieht. Bier passt auch gut dazu. Und jetzt probiere ich mal diese wunderschöne Focaccia. Bin hier so aufgeregt. Ich bin schon halber hier am Zittern. Ja, auch hierfür? Darf ich selber? Oh, ja. Das wäre. Bitteschön. Dankeschön. Oh. Es wird immer besser, jetzt mit der Chefschere hier. Wow. Oh, die ist ja super. Oh, toll. So macht es ja Spaß. Total überfordert. So, also, es ist ein Focaccia. Wir haben Burrata drauf. Wir haben Parmaschinken drauf und Tomaten mit Basilikum, würde ich sagen. Und unten drunter wurde, glaube ich, noch Oregano gestreuselt. Ich finde es so interessant, wenn man so guten Parma mit nicht so guten Parma vergleicht. So der erste Biss schmeckt oft gleich,
so dieser Ursprung, der Geschmack, aber wenn man dann ein paar Mal drauf gebissen hat und es dann so aber sanfter wird und nicht so penetrant, dann merkt man so, oh, ja. Diese Parma ist die Original Parma, ja. Ist nicht so salzig. Ja, das ist, oh, das, und mit Burrata zusammen, das ist einfach nur ein Gedicht. Bei uns, alle Fische, Mozzarella und Burrata kommen zweimal pro Woche von Italien. Zweimal pro Woche von Italien direkt, wow. Ich wollte mir eigentlich was fürs Frühstücken übrig lassen, aber jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das schaffe. Das ist ja wow. Also das Focaccia mit Burrata war so eins der wechselnden Gerichte. Hockengard ist jedes zwei Wochen neu. Okay, ja, und das ist auf jeden Fall auch eins der besonderen Gerichte, die es nicht immer gibt. Und wenn es es gibt, wenn ihr da seid, bestellt es euch auf jeden Fall. Wenn ihr irgendeine Kombination davon schon mal gegessen habt und es mögt, das ist auf jeden Fall nochmal ein Schritt weiter oben. Und was man natürlich auch immer im Essen merkt, wenn Leute Spaß dran haben, wenn Leute das leben, wenn Leute richtig Bock haben, wenn Leute das ernst nehmen, eben wenn er zweimal die Woche frisch Käse aus Italien kommt, das Öl ist aus Italien, alles ist wirklich da, wo es herkommen soll, dass es auch so schmeckt. Dann ist es auch nicht groß verwunderlich, dass es gut ist. Es macht eigentlich nur Sinn, es ist eigentlich nur die logische Schlussfolgerung am Ende des Tages. Ne? Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und eben, was ich vorhin gemeint habe, wenn richtig, richtig gut ist, dann sind die Sachen so abgestimmt, dass nichts irgendwie ist, was anderes übertönt. Also man isst es, man schmeckt alle einzelnen Sachen, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, es schmeckt jetzt nur nach der Salami. Ja, sehr, sehr intelligent ausgedacht auf jeden Fall. Und eben auch hier mit dem Timing der Salami und sowas drauf, das passt alles so gut, dass es genau an dem Punkt ist, wo es sein soll und nicht drüber, nicht drunter. Schon sehr beachtlich, sieht man sehr, sehr selten so. Aber so eine Auszeichnung kriegt natürlich auch nicht jeder. Mir geht da richtig das Herz auf, wenn ich sehe, dass Leute sowas so richtig gern machen, so richtig, ja, auch ihr Herz reinstecken. Man merkt so einen riesen Unterschied, ob jemand das wirklich so gerne macht oder nur macht, weil das gut macht oder weil Familie oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Oder nur für Geld. Ja, oder mehr Geld, macht ja. Nur für Geld. Ja. Bei uns ist nur Qualität und wir lieben das. Ja. Und diese, wir sind, mein Schwiegervater, 30 Jahre hier. Bei dieser Jahr. Ja. 30 Jahre. Nächstes Jahr im Mai ist 30 Jahre. Boah, krass. Ja. Jetzt ist es 29. Ah, ja. Und diese, alle laden jede 5, 6 Jahre, 7 Jahre. Ja. Nicht schlecht. Wir haben Respekt. Alle mit Herz gemacht. Ja. Ja, schön. Freut mich, dass es so gut funktioniert. Ich glaube, es ist halt auch nicht einfach, wenn man es wirklich richtig gut machen will, dann kostet Essen halt auch Geld. Und dann ist es auch wieder schwer, es so zu machen, dass es finanziell funktioniert. Weil dann gibt es wieder welche, die machen das dann nur gerne, aber schaffen halt das Geschäftliche nicht und gehen halt dann wieder kaputt. Und halt dieses beides so ausgeglichen zu machen, dass es lang funktioniert, wirklich Respekt. Also das ist echt gut. Danke. Und jetzt, wir haben auch viele Kunden gekommen von 100 Kilometern, von Ingolstadt, ja. Von Deggendorf, überall kommt und die Pizza ist und kommt wieder gerne, weißt du? Ja. Von Ingolstadt bis hier, vielleicht gibt es 1000 Pizzerien, aber kommt bei uns von Salzburg auf, kommen viele Leute. In Ingolstadt hat es tatsächlich auch gute Pizzerien. Ich bin jetzt ja nach Ingolstadt gezogen, habe ein paar probiert, sind auch sehr gut, aber ja, ist schon nochmal ein Unterschied. Ja. Ja. Aber in München gibt es viele Pizzerien, ja. Aber die gute Pizzeria ist ganz wenig. Aber mittlerweile, finde ich, höre ich aus München relativ oft, dass es doch so ein paar gibt, die alle, also vor allem die rausstechen, sind die Napoli-Style halt machen einfach. Ja, aber Pizza. Diese, aber was jetzt in München Stadt sagen, yeah. Napoletanische Pizza, das ist eine Kette. Normale gefroren von Italia, Tomatensauce, Teig, so, da. Weißt du, yeah. Ich habe gesehen, ich war da, ich will probiere immer, aber darfst du nie eine so gefrorene Zutaten verkaufen. Ja. Yeah. 15 Euro, 17 Euro eine Pizza für gefrorene Zutaten. Ja, geht. Wenn ich gefroren, ich kaufe bei Rewe, so 3 Euro und fertig. Aber für diese, meine Werbung ist, ich sage immer bei Leuten, die Kunde kommt, zahlen sehr gute, du musst eine gute Qualität geben. Ja. Und immer wieder kommt was sehr Leckeres, Frisches aus dem Ofen raus. Perfekt. Also ihr konntet jetzt gerade ein bisschen mithören, dass ist einfach Liebe da und das macht einen den größten Unterschied immer. Ne? Jetzt ist die Küche wieder zu.
Oh, da freue ich mich tatsächlich aufs Aufstehen, einfach nur, damit ich frühstücken kann. Morgen um 3 oder so. Sagst du mir Bescheid? Mach ich. Dankeschön. Also wirklich nochmal, vielen Dank. Kein Problem, ich vergesse deine Pizza. Mach ich nicht, auf keinen Fall. Morgen hast du Frühstück. Ja. Oh. Da freut man sich ausnahmsweise aufs Aufstehen. Dann wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Abend. Schönen Abend. Ciao. Danke. Ciao. Ciao. Tomato muss sein. Ciao. Ciao. Gleichfalls. Dankeschön. Ciao. Jetzt wurde ich doch tatsächlich, nachdem ich beim Pizzamachen zuschauen durfte, nachdem ich mit der Chefschere meine Focaccia schneiden durfte, nachdem ich mich so lange so nett mit ihm unterhalten durfte und er mir tolle Sachen erzählt hat über, wie wirklich alles von denen immer frisch wöchentlich oder mehrfach wöchentlich aus Italien kommt, wie die das seit 29 Jahren machen, wie viel Liebe die reinstecken. Also wirklich, man merkt, die stecken das so mit Herz dahinter. Das ist einfach toll. Also ich liebe Essen und ich liebe es, wenn andere Leute auch Essen lieben. Und wenn sie es so sehr lieben, wie die es tun, und so sehr leben, wie die es tun. Und ja, zu einem Überfluss wurde ich jetzt eben auch noch aufs Essen eingeladen. Also wirklich, nachdem ich jetzt 27 Stunden am Stück am scheiß Flughafen München war, nachdem ich im Flugzeug saß und nicht geflogen bin, nachdem ich mich mit Karl-Heinz Rummenigge am Flughafen unterhalten habe, tatsächlich, nachdem ich, keine Ahnung, nicht wusste, wie es weitergeht, nicht wusste, was ich heute mache, nicht wusste, wie ich überhaupt hierher komme oder wo ich überhaupt hinkomme, was Schlafen angeht, dass der Abend jetzt noch so eine Wendung nimmt. Ja, das ist einfach schön. Ich fühle mich gerade sehr dankbar. Ich finde es super toll, auch dass ich das auf Video alles so aufnehmen konnte und durfte. Freut mich. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei dem Video. Ich war sichtlich überfordert, deswegen habe ich leider nicht alles so gut gefilmt, wie ich es gern gemacht hätte. Ich bin es auch nicht gewohnt, ohne meine liebe Donna zu filmen, aber die kann leider heute nicht dabei sein, weil ich alleine fliege, was ich ja schon hätte vor 2 Tagen tun sollen. Aber ja, egal. Bin jetzt gar nicht mehr traurig. Ich habe so viele schöne Sachen jetzt noch erlebt. Ja, ich freue mich aufs Frühstück. Ich bin gerade einfach nur sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, ihr habt auch was, wofür ihr dankbar sein könnt. Und ich wäre euch auch noch sehr, sehr dankbar, wenn ihr das Video liken würdet und mich abonnieren würdet. Würde mir auch in Zukunft nochmal helfen. Und ja, für mich war es das jetzt. Ich kriege jetzt endlich eine Dusche und dann gehe ich auch schon schlafen, obwohl wir erst 18 Uhr haben. Und dann war es das für heute. Hop in the car, watch it go wrong.